Nein, nein! Aber das war wahrscheinlich eine sehr dumme Idee. Du. Oh Mann. Oh shit. Oh shit, warum kann ich nicht rennen? Junge. Ja, so fängt man eine Episode erfolgreich mal an. Moin und welcome. Heute mal nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch ein Video, mein allererstes deutsches Video auf diesem Kanal. Und wir spielen natürlich Better Than Wolves. Und zwar werde ich in dieser Serie Viro beibringen, wie man Better Than Wolves spielt. Und zwar ist er der Noob von ganz Minecraft, denke ich, weil Vanilla haben wir ein bisschen gespielt. Aber ja. Und das erste, was wir machen müssen, ist wie in jedem Minecraft Holz schlagen. Und wir brauchen zwar eine Menge, also fangen wir an, Holz zu schlagen. Jo. Denn, wie du wahrscheinlich jetzt merkst, dauert das eine Ewigkeit. Ja, ein gutes Stück länger. Und du bekommst anstatt einem Log, also einem Dingens, nur eine Plank. Ja, dem Holzblock. Ja. Ah, und Rinde und Sawdust kriegt man auch noch dazu. Genau. Eine kleine Sache, die ich dabei sagen möchte, ist, dass ich Minecraft hauptsächlich in Englisch spiele und gesprochen habe. Das heißt, meine deutschen Wörter für die ganzen Blocks werden wahrscheinlich ziemlich schlecht sein. Ja. Ich bin mir sicher, die meisten spielen es dann sowieso auf Englisch. Ja. So, wir brauchen wenn du 9 Blöcke hast, oder... Also 9 Planken. Planken, genau. Und, nee, du brauchst nur 6. Okay, dann bin ich ja schon fast fertig. Ja, genau. Und ich hole auch 6, dann können wir schon mal ein Crafting Bench machen, eine Crafting Bench. Ich sag einfach die englischen Wörter, das ist einfach, ihr wisst, was ich meine. Hab ich gemacht. Gut. Jetzt, hast du 6 Stück? Ja, jetzt habe ich sogar 7. Gut. Jetzt, du wirst merken, wenn du springst und rennst, dass der Hungerbar hoch und runter springt. Ja. Das zeigt, dass du gerade Hunger verbrauchst. Und du versuchst, so wenig wie möglich Hunger zu verbrauchen. Ich denke, das hier ist eine gute Stelle, um unsere Basis aufzustellen für die erste Nacht. Deswegen stelle ich unseren Workbench hier, weil die können wir nicht bewegen. Jetzt gebe ich dir ein paar Stöcke, dann kannst du bitte 2 Spitzhacken machen, hölzerne Spitzhacken. Dazu müsste ich fähig sein. Hoffentlich. Ah, jetzt habe ich sie beide genommen. So, und jetzt holen wir ein bisschen Stein. Und ich hole noch ein bisschen mehr Holz. Wir brauchen noch Holz. Ah, ich soll den Stein holen. Mhm. Oh, die ist sofort kaputt gegangen. Genau. Hölzerne Spitzhacke können nur einen Block meinen. Und wenn du jetzt hochkommst, habe ich hier nochmal eine extra eine Holzplanke. Wenn du einfach die einzeln in die Workbench tust, kriegst du Stöcke. Ja, und jetzt, ich habe noch 2 Stück. Jetzt machst du eine Steinaxt. Das ist das Rezept ein bisschen anders als bei Vanilla. Und du hast einfach eine... Oben links, wie soll ich das erklären? Links in der Mitte und links oben kommen die Steine hin und dann da die Stöcke wie immer. Und daran spart man einen Stein. Warte mal, links in der Mitte und links oben. Mhm. Das ist aber die für Holz. Und dann, aber du musst Steine. Ja. Hast du jetzt 2 Steine?
Ich habe zwei Steine für eine, also für die Stone Axe. Ja, machst eine Stone Axe. Ah, ich dachte, ich sollte jetzt ein Mining Pick machen. Nee, nee. Und jetzt holst du ein bisschen mehr Holz, dann können wir mir auch noch eine zweite, auch eine Stone Pick, eine, weil somit können wir schneller Holz sammeln und umso schneller wir Holz sammeln können, umso schneller können wir auch Pickaxe machen. Das heißt, jetzt merkst du das aber, dass du ganze Logs bekommst. Und zwar kann ich die nicht craften in Planks. Du musst die Logs mit der Axt in deine Crafting Area machen und dann die in Planks konvertieren. Okay. Und es ist immer wichtig, dass du eine Reserve Axt und Pick bei dir hast. Also wenn man dann später... Damit du nicht in die Holz-Ära zurückfällst, weil wir sind jetzt gerade zwischen der Holz und der Stein. Oh mein Gott, die verliert ja Durability. Genau. Jetzt kannst du natürlich die ganz aufverbrauchen. Warte. Ich gebe sie dir mal. So. Und ein Tipp. Jetzt müssen wir am besten... unsere Kräfte aufteilen. Und zwar mache ich dir noch eine Steinaxt. Dann kannst du anfangen, mehr Holz und Essen sammeln, weil die in der Nacht wird man nur Minen. Und am Tag Holz und Essen sammeln. So gehen die ersten paar Tage. Okay, so. Ich habe jetzt so ziemlich, nur weil ich die Kuh angegriffen habe, meine ganze Durability verloren. Genau. Das ist, du siehst also, dass die Durability ziemlich schnell abläuft bei diesen einfachen Tools. Ja. Deswegen ist halt wichtig, wie du die nutzt. Genauso dein Hunger wird viel schneller verbraucht wie bei normalen Vanilla. Und man muss einfach allgemein viel vorsichtiger sein, wie man seine Materialien benutzt. So. Ich mache mir jetzt noch zwei Steine Holzen, zwei Stein picken. Dann kann ich dir jetzt noch zwei hölzerne Äxte, zwei steinere Äxte mitgeben und dann kannst du dich auf die Reise machen für mehr Essen und Holz. Ein Tipp, der dir ganz viel Essen sparen wird, Hunger sparen wird, Schiften? Ist, nein, sondern Dirt Slabs. Das ist etwas, was man im Bannerwurfs machen kann. Und zwar habe ich jetzt eine Schaufel gemacht. Und es sind einfach nur zwei Dirt Blocks nebeneinander. Und wenn man über Slabs läuft, muss man nicht springen. Und somit sparst du Hunger. Umso weniger du springst, umso mehr Hunger sparst du. So. Jetzt gebe ich dir hier ein paar Blöcke. Da kannst du dir ein paar Slabs machen. Und hier deine Pickaxe. Und ab geht's. Holz und Essen. Und so wenig wie möglich springen. Wunderbar. Ich fange an, hier uns eine kleine Basis zu machen in der Wand. In der Steinwand. Damit wir vor den ganzen Bösewichten in der Nacht sicher sind. Du siehst also, dass der erste Tag extrem strukturiert sein muss. Weil sonst hast du deinen Hunger verloren, bist sofort tot. Und, ja, ich hab's gesehen. Ja. Nicht sehr spaßig. Kommt drauf an, wie man es sehen will. Naja, du wirst nämlich dann wieder von vorne anfangen müssen. Und oh oh. Ein böser Wolf. Oh oh. Wölfe werden hungrig.
wenn sie nichts essen. Und wenn sie hungrig sind, greifen sie dich an. Okay, es wird langsam dunkel, merke ich. Wie viel Essen haben wir denn? Ach, und Schafe geben auch Essen. Ah, in dem Mod gehen sie, geben sie. Ja, sie geben Matten. Also Schafskeulen. Wie nennt man's? Lammkeulen. Naja, Keulen. Und, Kannst du gerade vielleicht hier einen von den Steinen, von den, Dingern da wegbuddeln, damit man das mit Slabs bequem hochkommt? Wo? Warte mal, hier hat nämlich irgendwo einer gefehlt. Hier. So. Genau, wunderbar, so. Gut. Es wird ziemlich dunkel jetzt. Und wir müssen uns am besten jetzt einmauern. Was ich machen werde, ist einfach, weil wir brauchen Access zur Workbench, werde ich einfach hier sowas buddeln, dass wir das einfach unsere Seiten abblocken. Wie viel Essen hast du eigentlich gesammelt? Das heißt, für heute ist mein Job praktisch gelaufen. Der Tag... Oh. Oh. Bin ich gerade rausgeschmissen worden. Da bin ich wieder. Alles klar. Ja, der erste Tag... Die Tage gehen schnell vorbei, deswegen... Die Wölfe sind raus. Also, eine Sache auch ist, dass Zombies werden die Tiere, die wir essen, auch in der Nacht lang töten. Das heißt, wenn wir morgen rausgehen, wird über die Hälfte weg sein. Ah, deswegen muss man halt, wenn man anfängt zu züchten, alles am besten drinnen mit Licht machen. Ja, genau. Und, Tiere werden nicht wieder spawnen. Wenn einmal Tiere tot sind, dann sind sie tot. Und bei Vanilla Minecraft werden sie nach der Zeit auch wieder... Oh, ein Schwein! Nein! Nein! Naja. Okay. So. Hast du Holz gesammelt? Ja. Konvertier das mal, Achso, ja, muss ich ja machen. Planks. Und jetzt ein Job, die Nachtarbeit jetzt, ist einfach nur Stein sammeln und Stein sammeln und Stein sammeln und Stein sammeln. Gibt. Das ist das, was wir jetzt machen. Ich habe aber keine Mining Pick. Die mache ich dir jetzt. Und hier. Ja. Soll ich uns auch eine Chest hier hinstellen, oder? Eine Chest brauchen wir noch nicht, nee. Okay. Wir wollen eher das Holz benutzen, für Picks zu machen, weil wenn du jetzt anfängst zu graben, zu minen, wird dir was auffallen. Die Stein, eure Picke ist nicht so schlecht, ist besser als Holz, aber trotzdem ziemlich schwach. Einfach Steinminen, das ist unsere Arbeit. Und ich denke, dass wir diese Folgen in 20 Minuten immer aufteilen. Und das ist zwar, und das ist halt ein Tag und eine Nacht. Okay. Und dann hören wir auf mit der Folge. Ein Huhn. Hühner sind relativ wichtig, weil sie die erste Quelle von nachhaltigem Essen sind. Aber die sind erst dann von Nutzen, wenn du Samen gefunden hast. Und zwar Kürbissamen.
Ah, um sie zu füttern. Um sie zu füttern, weil sie werden nur dann Eier produzieren, wenn du sie gefüttert hast. Und ich habe jetzt genug Steine, um einen Ofen zu machen. Und Sawdust und Bark ist im Anfang nur dafür da, um das zu verfeuern. Okay. Und 8 Bark oder 8 Sawdust wird eine Nahrung kochen. Und wenn du etwas zum Verfeuern reintust, ohne dass da was zu kochen drin ist, wird das trotzdem brennen. Das heißt, immer zuerst dein Essen reintun, bevor du das Holz oder die Kohle reintust. Könntest du jetzt das Essen in den Ofen tun? Dann könnten wir ein bisschen Essen haben. Alles klar, Bei Bisch, wie weit ist da dein Hunger? ich habe noch 6 Stück oder so ungefähr. Das ist ziemlich gut. Ich habe noch 5. Also machst du es schon besser. Ich habe nur ein Raw Chicken, warte mal, das heißt 8 Bark. 8 Bark. 3, 4. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Weil das schon sofort angefangen hat zu brennen. Am besten teilst du immer das schon in deinem Inventory, auf. In Piles von 8. In Haufen von 8. Und dann kannst du die einfach reinholen. So. Ah, ich wollte es gerade noch reinschmeißen. So. Egal. So. Genau. Beef. Und dann habe ich noch Leder, aber das kann man ja nicht essen. Das heißt, wir haben nicht sehr viel Essen für die Nacht, aber das sollte reichen, denke ich. Wir werden ja nicht viel springen. Wenn wir nicht springen und nicht rennen in der Nacht, dann sollten wir keine Probleme haben. Ich glaube, ich höre an der Mauer, an der wir gerade graben, irgendwo eine Spinne oder einen Zombie. Ja, ich höre auch eine Spinne. Deswegen mache ich mal hier alles spinnensicher. Ah, hier können die Spinnen also hochklettern. Spinnen können alles hochklettern. Also vertikale Wände können die hochklettern. Oh. Hat nicht gereicht. Nochmal. Ich glaube, weil die Chicken noch drin war. Nee, du musst halt nochmal 8 Oh reintun. mein Gott. Ja. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, mit wie man seine Ressourcen halt nutzt. So wie auch mit Steinen und alles. Ja, ich hab's gemerkt. Du merkst schon einen Unterschied zu Vanilla, wie wir vorher gespielt hatten, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mir auch noch gleich eine Schaufel machen. Pass auf, da besser nicht, weil sonst kommen wir nach draußen wieder. Ja, ich wollte da halt nur das, Okay. was zu viel ist. Eine Sache, die auch noch wichtig ist, Tools, Werkzeuge kannst du natürlich benutzen, bis sie kaputt gehen. Aber wenn wir bei Eisen anfangen, dann solltest du die benutzen und aufhören zu benutzen, kurz bevor die kaputt gehen. Weil in einem späteren Level von unserer Technologie können wir die wieder schmelzen und die Eisenbarren zurückbekommen. Aha. Und Eisen ist ziemlich wertvoll. Oh, ein Zombie ist hier. Wie ist das reingekommen? So. Wie ist das reingekommen? Von oben wahrscheinlich reingefallen. Ja. Also, ich sehe, die Sonne geht auf. Das heißt, wir haben Meine Spitzhacke ist auch gerade kaputt gegangen. die erste Nacht ist vorbei. Yay. Wir haben sie überstanden. Wir sind noch nicht gestorben. Und das ist dann das Ende für die erste Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, dir hat der erste Tag in Ben Wolves gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt was gelernt. Und ja, Daumen hoch, wenn ihr euch die Folge gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. Ich hoffe nicht. Und ja, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann bis nächstes Mal. Bye bye. Bye.